Hoch auf dem gelben Wagen sieht sich mein Schwager vor. Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. Wir sind jetzt hier in Concord bei der wundervollen Jackie. Du siehst aber aus wie Leichen. Das liegt daran, dass wir alle unfassbar müde sind. Wir haben heute Morgen einen Workshop gegeben zu The German Lead und danach noch ein Lunchtime-Konzert gesungen. Dann haben wir wieder unmäßig viel in der Cafeteria gefressen. Und jetzt haben wir nach anderthalb Stunden Autofahrt Concord erreicht, sind übelst fertig und jetzt geht's erst richtig los. And behind me is someone schneiding Speck. Bisse Säge. Otherwise, without further ado, let's welcome Ensemble Noblesse with a good Concord clap. In einem klassisch-amerikanischen Viertel. Kamera, gewöhn dich ans Licht. Man diskutiert über amerikanisches Recycling. Was man so tut. Gleich fahren wir zur Radiostation und hoffen, dass wir dort einigermaßen singen können. Bis später. Sitzt einmal ein Gerippe hoch auf den Wagen vor, hält statt der Peitsche die Hippe Stundenglas statt Horn. Sag ich Ade, meine Lieben, die ihr nicht mitfahren sollt, ich wäre so gern noch geblieben. Recorded. Eine Recording-Session sozusagen. Und da haben wir einen Querschnitt durch unser Repertoire.
gesungen. Und irgendwie merke ich, dass ich immer noch ganz schön müde bin und Wortfindungsstörungen habe. Das ist aber schön. Toll. Gut, dass ich nicht interviewt wurde, sondern Lulo. Ich habe es probiert. Tell us about the next few selections you're going to be singing, beginning with something by Max Reger. Yes. One of our main repertoire stresses is, of course, the romantic repertoire, especially coming from Leipzig, which was in the 19th century one of the centers in classical music, or in music in general at that time. Let's listen to Ensemble Nobiles, beginning with Max Reger's setting of a folk song, I Went Through a Grassy Green Forest. Das nächste, Konzert in Concord. Zum Glück nicht in der Concord, denn da ist die Akustik ganz furchtbar. Let's go to the mall. We just crossed the state line into Virginia und genau und direkt hier dann ist the Virginia Welcome Center. Aber Center ist falsch geschrieben. Mit Z, ne? Eigentlich ist es TRE, also in England auf Englisch. Hallo Paul, wo sind wir hier? Hallo, wir sind in Pittsburgh im German Club und es ist so fantastisch deutsch. Also? Und natürlich heißt deutsch in Amerika, es ist bayerisch. Toll. Horst Seehofer? Horst Seehofer. Horst. Ich krieg's nicht hin. Horst Seehofer? Horst Seehofer wäre begeistert. Ich merke direkt so ein bisschen seinen Geist hier über den Tischen schweben. Was ist das hier, Paul? Silberne Wolken. Nicht zu doll, ne? Downtown Pittsburgh. From the offices of a law firm. Crane, Poole und Schmidt. Poole, sag mal was. Hi, I'm Poole. Wir haben hier gerade eine wichtige Konferenz. Sie heißt Pennsylvania Konferenz. Pennsylvania. Ich glaube, das ist das Motto für heute und morgen. Pennsylvania. Wir starten in wenigen Stunden. Naja, in fast 4 Stunden startet unser Konzertmarathon. Der Versuch in 24 Stunden, so viel zu singen, 4 Konzerte zu singen. Ist das nicht grandios? Zwei davon sind Gottesdienste. It's only 20 hours. Aber es stimmt, 2 davon sind nur Gottesdienste, dafür sind es auch bloß 20 Stunden. Und Moment. Na, dann ist es ja eigentlich ein Klacks. An 3 verschiedenen Orten. Davon einer 5 Stunden vom anderen entfernt. Aber nicht der andere von dem einen. Jetzt ist alles klar. Thank you.
Wo sind wir gerade? Wir stehen am Grab von Heinrich Melchior und Anna-Maria Mühlenberg. In Trappe. Chewie, wo sind wir? Wir sind jetzt gerade, Alter, bist du nah dran, das ist echt unangenehm. Wir sind jetzt gerade mitten im Town Hall Gebäude sozusagen, im Innenhof. Das ist das Rathaus von Pennsylvania. Das ist ein sehr schönes Gebäude. Heißt das Philadelphia? Du hast recht. Wir machen das einfach nie wieder. Was hast du gesagt? Das Rathaus von Pennsylvania. Oh Mann. Aus und vorbei. Nicht ganz, noch ist es noch zusammen die Airlines nicht nach Europa zu schaffen. Es ist noch alles offen. Mal sehen, ob Lulo und ich wieder Glück am Terminal haben. Wir danken allen unseren Unterstützern und Patrons, besonders unseren Countertenören. A huge thank you goes to all our supporters and patrons, especially to our countertenors, Marion and Andreas Nille.